will einfach nochmal mit David sprechen. Gestern, da war einfach nur noch Hass zwischen uns. Das kann ich nicht so stehen lassen. Entschuldigung. Ja. Können Sie mir zufällig sagen, wo David Niefer ist? Ja, das ist hier sein Zimmer. Ja, aber also, der ist nicht drin. Ist nicht drin? Nee. Komisch. Vorhin war er noch hier. Also wahrscheinlich ist er spazieren gegangen oder so. Aber es ist... Also entlassen ist er auf keinen Fall und selbst entlassen hat er sich auch nicht. Also er hat ja eine Gehirnerschütterung und Prellung und er muss noch bis morgen auf jeden Fall hier bleiben. Aber seine ganzen Klamotten sind weg. Kann das sein, dass er abgehauen ist? Warum sollte er das tun? Also ich habe ihm vorhin noch das Frühstück gebracht vor einer halben Stunde und Patienten sind manchmal ganz schnell wieder da, machen sich keine Gedanken. Scheiße, Mann, jetzt ist er weg, jetzt werde ich ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Habe ich vielleicht gehofft, dass er mir das Geld zurückgibt und wir uns versöhnen? Ja, habe ich. Aber das war's. 110, 120, 130, 140 und deine 150. Perfekt. Und deine 150.000? Danke. Dann verstaue ich die. Damit ihn mir auch keiner klaut. So. Dankeschön. Und das mit dem Wochenende steht noch mit dem Training? Personal Training ist versprochen. Wird auch gehalten. Ja, dann sehen wir uns am Wochenende. Sehen wir uns mal. Danke. Bitte. Tschüss. Ciao. Endlich habe ich die 150.000 Euro. Joe wird mich definitiv nicht mehr aufhalten. Und jetzt verpiss ich mich erstmal. Ich will nur mein Bargeld. Aber ich denke mal, dass das für dich und das Bodyburn das Beste ist, du nimmst dir erstmal eine Auszeit. Fürs Bodyburn? Für mich oder eher für dich? Wenn aber offiziell deine Unschuld bewiesen ist, dann kannst du auch bald wieder hier im Bodyburn arbeiten, das ist den Kunden dann auch egal. Das Bodyburn hat Konsequenzen gezogen und sich bis auf Weiteres von David Niefer getrennt. Wir haben uns mit dem Sachverhalt und den Vorwürfen gegen David Niefer auseinandergesetzt und beschlossen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Ich könnte dir jetzt deinen Anteil ausbezahlen. Und du könntest damit woanders einen Neuanfang starten. Ich glaube, dass es für uns beide das Beste ist. Wir ruinieren uns doch hier nur. Ich habe die ganze Zeit zu dir gehalten und hinter dir gestanden. Ich glaube langsam, das war ein Fehler. Weißt du, was der größte Fehler war? Dass ich geglaubt habe, dass du mein Vater bist. Aber das warst du nicht. Und das wirst du auch nie sein. Verpiss dich einfach. Das ganze Geld kannst du von mir aus mitnehmen. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du tauchst dir nie wieder auf.
ground with no cold-blooded man. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like. Javid, was machst du da? Lisa, verschwinde. Verschwinde, Lisa. Verpiss dich! Es reicht. Alles okay. Lisa, komm, geh nach Hause. Du hast genug gemacht. Ich mach dir das alleine fertig. Ich lasse morgen eine professionelle Reinigungsfirma kommen. Dann ist es auch gut. Ja? Okay. Na los. Kann ich dich wirklich allein lassen? Ja. Hast mir auch genug geholfen. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Ich weiß. Gut. Bis später. Später. Hallo. Das Studio ist leider geschlossen, sorry. Ich suche eigentlich David. Ist der gerade hier? Nee, der ist nicht hier. Der wird auch in nächster Zeit nicht wiederkommen.
Ich kenne Sie doch irgendwoher. Ja, genau. Ich bin Ihre Bankberaterin. Ach ja, daher. Ich finde es wirklich schön, dass Sie hier Ihr Fitnessstudio aufrüsten möchten. Nee, das ist ein Missverständnis. Ich mache bloß gerade sauber. Inwiefern ein Missverständnis? Naja, hier wird nicht renoviert oder irgend sowas. Aber Sie hatten deswegen extra den Kreditantrag gestellt gehabt. Also, ich habe keinen Kreditantrag gestellt, ne? Doch, mit dem David. Er war doch vorhin noch bei mir in der Bank gewesen und hatte sich den auszahlen lassen. Also, was für ein Kredit und um was für eine Summe handelt es sich? Und wieso lässt sich David Geld auszahlen? Soweit es mir gesagt wurde, ging es um einen Kreditantrag, um hier Ihr Fitnessstudio aufzurüsten. Und es handelt sich um eine Summe von 150.000. Ich gehe dann vielleicht doch besser. Entschuldigen Sie bitte die Störung.